Tja, der Impfturbo, der wurde gezündet. Das Bundesland Niederösterreich macht hier den Anfang, hat das Impfen für alle Altersklassen freigegeben. Jedoch, es gibt ein Thema, das die Gemüter nach wie vor erhitzt. Und das ist das Thema der Impfnebenwirkungen. Nun gibt es eine erste Liste, eine Analyse, wie es hier mit den Nebenwirkungen aussieht. Welche Nebenwirkungen treten besonders häufig auf? Welche Menschen sind davon betroffen? Und diese Analyse stammt vom Bundesamt für Sicherheit und Gesundheitswesen, kurz BASG. Und dieser offizielle Bericht umfasst den Zeitraum vom 27.12. des vergangenen Jahres bis zum 23.04. Und in diesem Zeitraum wurden 2,7 Millionen Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht und 21.205 Nebenwirkungsfälle festgestellt. Das entspricht einer Quote von 0,79 und das bedeutet, dass diese Quote von Nebenwirkungsmöglichkeiten ca. viermal so hoch ist, als wie die Quote an einer schweren Corona-Verlaufserkrankung hier zu leiden. Die meisten Nebenwirkungen gibt es übrigens in einer ganz besonderen Alterskategorie, nämlich von 18 bis 44, also die ganz Jungen, die ganz Kräftigen, diese sind von den Nebenwirkungen am allermeisten betroffen. Es waren hier 12.773 von den eben angeführten 21.205. Die Alterskategorie 65 plus ist hier überraschenderweise relativ wenig betroffen. Hier waren es nur 1.006 Fälle. Es gibt auch eine ganz klare Geschlechterverteilung bei den Nebenwirkungen. Die Frauen sind wesentlich mehr betroffen, nämlich rund zwei bis dreimal so viel. Es sind 14.809 Fälle gemeldet worden bei Frauen und jedoch nur 6.326 bei Männern. Eine ganz klare Verteilung. Es gibt mittlerweile auch eine Art Top-10-Liste an den Nebenwirkungsmöglichkeiten, welche treten am häufigsten auf, und das ist an allererster Stelle Fieber, Kopfweh, Schmerzen an der Impfstelle oder auch die Übelkeit. In diesem Bericht wurde auch weiter eingegangen auf ganz besonders schwere Fälle von Nebenwirkungen. Auch das wurde nicht ausgelassen und hier gibt es auch Zahlen. Unter schwerwiegend versteht man selbstverständlich eine tödliche Impfnebenwirkung der Corona-Impfung bzw. eine lebensbedrohende Impfnebenwirkung. Hier wurden bei den Todesfällen 82 gezählt in dem angesprochenen Zeitraum von rund vier Monaten. Und hier ist eine kleine Überraschung, wenn man auf die Impfhersteller schaut, denn nicht AstraZeneca ist hier der Spitzenreiter bei den schweren Nebenwirkungen mit 7 Fällen, auch nicht Moderna mit 6 Fällen, sondern BioNTech Pfizer mit 69.